Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und gleich wird was möchte dein Herzensmensch, dein Schatz dir sagen? Eine Nachricht von ihm. Gleich schauen wir. Jemand ist total verliebt. Bei manchen wird Beziehung zu Ende gehen, so wie aussieht. Durch dritte Person. Bitte aufpassen. Oder ja, mehr auseinander hier sehe ich. Aber das heißt nicht, dass diese Karten jetzt kommen hier im Legung, aber durch dritte Person, ich sehe hier eine Witwe, eine könnte sein Mutter. Seine, deine Schwester, hier ist weibliche Person, die bringt euch auseinander. Ja, 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 jemand schafft das. Leider. Aber wenn durch dritte Personen kommt deine Beziehung zu Ende, das heißt, ihr seid nicht füreinander bestimmt. Genau. Und dann kommt langsam jemand anderes in dein Leben. So, meine Lieben. Und jetzt schauen wir die Nachricht von deinem Schatz. Was möchte dein Schatz dir heute sagen? Ich werde versuchen, diese Tarot heute nehmen. Mal schauen. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, dann mache ich andere Video. So, meine Lieben, wählt eure Botschaft, eure Nachricht von eurem Schatz. So, die erste. Welche Nachricht? Hier kann man zweideutig sagen, dass du bist die, wenn du Wasserelement bist oder du dich bezeichnest als weiche Frau, liebevolle Frau, die nichts fordert, die wartet, geduldig ist, sehr, sehr liebevoll, zärtlich, so wie Feder so leicht ist, richtig weiblich, dann er möchte dir sagen, dass er es verliebt in dir. Du bist die Dame seines Herzens. Wenn du kein Wasserelement bist und sich mit diesen Dingen, was ich jetzt gesagt habe, nicht assoziierst, nicht in zusammen mit dir, du bist anders als hier, könnte auch blond sein, dann er möchte dir sagen, dass er es verliebt in eine andere. Zwischen euch steht jemand schon. Darum sage ich, wenn du denkst, das bist du, er ist verliebt. Aber wir schauen, was möchte er dir sagen? Er hat sich aus Zeit genommen, sehe ich das. Weil ich sehe hier, dass man er hat nicht nur verliebt sich, er hat sehr starke Anziehungskraft zu dir. Das heißt, ihm zieht, er ist sehr verliebt, leidenschaftlich verliebt in dich. Und was ich sehe noch, er hängt an dir. Er ist schon starke Persönlichkeit, aber diese Leidenschaft zu dir hat ihm Angst gemacht, weil du bist wie Magnet für ihn. Ihn zieht sehr, sehr, sehr. Er ist wirklich sehr verliebt. Was möchte er dir sagen? Wow! Meine Lieben, bereitet euch vor. Dieser Mann, auf jeden Fall nicht nur verliebt. Er sieht dich für die Familie. Er sieht, dass du
ihn fühlst mit schöner, positiver Energie. Einzige, dass er, das macht ihm Angst. Hier ist Ass und hier ist Ass. Münzen und Kelche. Meine Lieben, hier sind solche Karten. Eure, nun musst du geduldig, bitte warte geduldig ab. Warte, bis er kommt zu dir von alleine. Hier ist hundertprozentiger Mensch, sieht dich als Frau fürs Leben. Er ist wirklich verliebt. Er kommt zu dir mit romantischem Angebot. Oder wenn ihr vor kurzem euch kennengelernt habt, er kommt mit Liebeserklärung. Wenn ihr etwas länger schon zusammen seid, er kommt mit Heiratsangebot. Dass er möchte zusammenziehen, vielleicht Familie aufbauen, kommt drauf an, wie alt seid ihr. Ich sehe hier, die Karten mir zeigen keinen Altersunterschied, das muss ich auch dazu sagen. Einzige, was die mir zeigen, er ist ein Mensch, der steht in Öffentlichkeit oder ist in Öffentlichkeit, wird geschätzt. Er hat sehr viele in sich Dinge, da wo er reden kann, überzeugen kann. Er hat viele Mittel für Kommunikation und so weiter. Aber er ist momentan durch dich diese kurze Bremse, aber da von dir ist verlangt abwarten. Ich schaue jetzt nur die Zeit, dass du zum Beispiel, meine Lieben, Zeit sage ich nur dafür, dass ihr euch nicht verrückt macht. Aber die Situation, was ihr hier, das ist nur mögliche Situation. Wenn Mensch sich, zum Beispiel, wenn du so anhänglicher Mensch bist und diese Wörter haben sich jetzt eingeprägt in dir und du wirst wie verrückt warten jetzt, keine essen können, kein richtige etwas unternehmen, Dinge kannst und du wirst klammern an das, was ich gesagt habe, nicht loslässt. Aha, zum Beispiel, du hast diese Information gehört und du, wie soll ich sagen, überlässt das alles Universum, dann wird das genauso passieren. Aber die Menschen, die werden sich jetzt einbilden, wie er kommt zu dir, wie er präsentiert sich, wie er redet, wie er küsst dich, wie er das macht. Fertig, vergiss es, passiert dann nichts. Weil du hast schon, bevor das passiert, du hast schon alles erlebt. Darum, das wird nicht passieren. Schau, dass du dich ablenkst, wenn du diese Information jetzt, wenn du möchtest, dass das, was ich gesagt habe, in Erfüllung geht. Weil das ist nur Möglichkeit. Er hat vor. So, jetzt gerade habe ich eine Karte gesehen. So, 5 Tage. 5 Tage, meine Lieben. Das heißt, vor 5, nach 5. 5 Tage, das ist nur so, provisorisch. Aber ich sehe, das ist schnell. Hier könnte schnell passieren. Was sollst du tun? Was ist von dir verlangt? Das ist so passiert, wie ich gesagt habe. Was sollst du tun? Auf jeden Fall dich nicht verrückt machen. Klug sein. Mach dein Ding. Mach dein Ding, genau. Entwickle dich, hab Spaß am Leben, lass die Situation locker. Wenn du jetzt, so wie ich, genau was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn du jetzt das alles im Kopf hast, vergiss es das. Das kannst du vergessen. Am besten, wenn du jetzt genießt dein Leben. Spaß hast im Leben, locker lässt die Situation und überlässt alles Universum. Universum weiß ganz genau, wie das passieren soll, weil oft wir Szenarien schon, wie ein Film im Kopf drehen, wie kommt er, wie Liebeserklärung kommt, wie reagierst du, wie glücklich du bist. Vergiss es,
loslassen, locker lassen und schau, dass du was andere, über etwas anderes überlasse. Das alles Universum macht dich nicht verrückt jetzt. Viel Glück, viel Spaß, weil hier ist wirklich sehr gute Legung. So, die zweite jetzt. Hier ist übrigens karmische noch Begegnung. Auch die anderen Karten haben mir das gezeigt. So, jetzt schauen wir hier. Hier ist irgendwie etwas oder ihr seid im Internet. Das heißt, ihr seid noch nicht oder zu weit voneinander, könnte sein. Zu weit, sogar verschiedene Länder können sein. Können sein, dass ihr über Internet kommuniziert oder nur per Telefon. Ihr habt keine Möglichkeit, euch zu sehen. Oder ich sehe hier, auf die neue Ebene kommt ihr. Ja, genau, ich sehe hier, dass Menschen keinen Kontakt haben. Das heißt, über Internet kommunizieren. Und ich muss sagen, er ist ganz, ganz schlauer Mann. Ihr seid nicht wirklich zusammen. Ich sehe hier, zwischen euch ist Distanz. Auf jeden Fall. Egal welche, hier ist Distanz. Auf jeden Fall. Er ist ein Element, Feuerelement. Das ist ein Mann. Attraktiver, kluger, charmant, wie kann man noch sagen, sieht gut aus, kommuniziert sehr gut mit Frauen. Und was sehe ich hier noch? Hier ist auch karmische übrigens Begegnung. Das heißt, ihr war hier könnte auch sein übrigens. Aber hier, was noch könnte hier sein? Ihr wart schon mal zusammen oder bei euch ist so hin und her, hin und her. Und durch ihn übrigens, durch ihn, weil ich sehe hier, Mann ist schuld. Seine Attraktivität, Aktivität, seine, wie soll ich sagen, sich mit Frauen unterhalten, dass er kann das sehr gut, das macht dich ein bisschen fertig. Und hier, ich sehe auf jeden Fall Mann von Vergangenheit, von früheren Zeiten. So, was möchte er dir sagen? Wow. Dass du bist, die seine Göttin bist. Er hat dich ausgewählt. Und ich möchte gerne mit dir zusammen sein. Sein Traum ist, dass du gehörst nur ihm. Oh ja, du bist seine Göttin, 1000%. 1000%. Er möchte dir sagen, dass er möchte mit dir zusammen sein, ja. Ja, das ist seine Chance, dass er möchte mit dir zusammen sein. Er wird dir das sagen. Er möchte dir das sagen, aber ob er sagt, das ist zwei verschiedene Paar Schuhe. Hier Mann möchte und ich sehe, hier kommt dieser Mann. Hier, ich weiß es nicht, ob er dir das sagt, aber er spürt. Er spürt von dir, dass du bist eine besondere Frau in seinem Leben. Er spürt, dass du siehst ihn durch, wie ein Röntgen bist du. Du kannst seine Gedanken lesen, auch wenn ihr auf Distanz seid oder so. Kann sein, ihr wart schon mal zusammen und dann auseinander gegangen. Jetzt ist er kluger geworden. Ist er kluger geworden und er möchte wirklich, dass du an seiner Seite bist. 100%. Und jetzt, was sollst du tun? Das ist wirklich
so passiert. Was ist von dir verlangt? Kannst du etwas tun? Kannst du irgendwie beeinflussen, dass es sowas passiert? Auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass er hat dich schon mal verletzt. Und was ich sehe noch, du fängst an, wieder zu träumen, wieder dir etwas zu wünschen. Du hast hart daran gearbeitet, an dir selbst. Du bist jetzt wirklich Göttin geworden. Du hast dich verändert. Große Transformation. Und von dir ist verlangt, halt dich zurück. Wenn er dich anruft, freundlich sein, wenn du wirklich keine Schmerzen, diese Verletzungen wirklich verarbeitet hast. Weil, ich sag mal so, wenn du ihn wirklich willst, du musst dich zurückhalten, glücklich sein, dein Leben leben, weiter arbeiten an sich. Weil nicht bei jedem ist so, dass ein Mensch hat diese Verrat, Fremdgehen, Schmerz schon verarbeitet. Nicht jeder von euch hat das schon verarbeitet. Wer hat das verarbeitet? Er möchte dir das sagen, dass er dich liebt, dass du bist die Wow-Frau für ihn. Aber ob er das sagt, das ist was anderes. Weil ich sehe, bei dir kann sein, dass er wird Angst haben, dir sowas zu sagen. Er beobachtet, kann sein, dich im Internet, irgendwo von Weitem. Aber jemand von euch hat noch die Schmerzen. Und die kannst du nicht vergessen. Wenn er dir das irgendwann mal sagt, wann? Aber das wird auch bei jedem anders sein, meine Lieben. 2 Tage. Aber ich glaube hier, er wird sich nicht mal trauen zu sagen. Weil er hat dich früher verletzt. 2 Monate. Zwischen 2 Tagen und 2 Monate erwarte, dass er dir sagt, dass du bist eine Frau, die er nach dir, wie er dich verloren hat, hatte andere Frauen gehabt, aber so eine wie du nie wieder. Und er spürt, dass so eine wie du wird er auch nie wieder haben. Wer ist schon, hat das verarbeitet, diese Schmerzen, der kann, weiß es nicht, ob er so gut ist. Aber so wie er aussieht, er bereut das, was er dir angetan hat. Ob er gut oder nicht, das ist nicht diese Legung. Aber dass er sieht dich sehr, sehr in gutem Licht. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bleibt gesund. Passt auf euch auf und wir sehen uns morgen früh beim Adventskalender. Ich möchte schon gerne eine Tagesbotschaft für euch machen, aber bis 24. Sind wir alle dran. Die Idee mit der Arbeit, ich sehe, kommt sehr gut an bei euch und ich freue mich wirklich, dass ihr diese Adventskalender sehr gut angenommen habt. So, bis morgen, meine Liebe. Tschüss, Papa. Gute Nacht. Tschüss.